Ja, dann muss ich... Oh. Oh. Okay. Das ist unpraktisch, dass ich mit dem Sniper schon auf Steady gegangen bin. 50%, ja. Schöner Treffer. Ein HP zu wenig, leider. Und der Rest sieht hier gar nichts. Ja, du kannst hier in Overwatch gehen, falls irgendjemand da in die Richtung fliegt. Du bist hier ein bisschen doof positioniert. Du gehst hier in Overwatch, falls da was rumfliegen möchte. Steady lieber. Ja, was macht ihr jetzt? Meine müssten alle in einigermaßen guter Deckung sein. Hinterher. Okay. Plus Nummer 3. So, du kannst dir schon mal einschnappen. Schnapp dir bitte den, der ist pressed. Idealerweise machen die Rookies die Abschüsse. Ah, da ist der zweite. Der ist da hinten. Beide haben eine 50% Chance zu treffen, aber wir können die nicht von hier aus sehen. Du kannst ihn jetzt schon mal sehen, das ist gut. Spanisch, du siehst gar nichts. Siehst leider auch nichts. Schießt du auf den hier, weil du einer der wenigen bist, der auf den schießen kann und es reicht nicht. Mach ihn weg, bitte. Danke. Ja, du machst hier gar nichts mehr. Bleiben nur noch die beiden. Siehst von hier aus nichts und ich komme nirgendwo hin, wo ich gut sehen kann. Nö. Also hier hinten ganz eventuell, aber da könnte ich dann auch irgendwas hier im Westen triggern, zum Beispiel den Trupp Mutons. Wenn den Hintern versucht bekommen, das muss nicht sein. Vor allem nicht mit der letzten Einheit. Du bist eh abhauen, oder? Ja. Dann wirst du zurück zu... Oh, du kannst einen Medpack benutzen. Oh, Problem ist halt nur, dass er nur 2 HP hat. Das Medpack heilt nur 3. Das heißt, er hat nicht volle HP und kann immer noch one-hitted werden. Bringt also gar nichts. Das heißt, ich ziehe ihn einfach komplett zurück. Und er bleibt so lange da, bis er irgendwo jemanden aufheben muss. Und wir machen jetzt die Mission mit den restlichen Leuten zu Ende. So, vielleicht erstmal eine Runde durchladen. Wobei es munitionstechnisch eigentlich noch ganz okay aussieht. Trotzdem kann man das mal durchziehen. Aber dir eher nicht so. Gut. Also ein loser Floater und mindestens noch ein Mutantrupp. Mehr weiß ich bisher nicht. Roger that. Position confirmed. Ja, gute Linie hier vorne.
Copy that. Bleib da, bleib da, bleib da. Du kannst mal aufrücken. Affirmativ. Ja, so kann das bleiben. Ja, okay, wir haben den Sniper jetzt in Overwatch gegangen. Das war nicht so toll, aber sollte passen. Und da haben wir sogar gleich ein Ziel. Oh, sehr gut. Opportunisten, Executioner des Todes. Das war der letzte Floater. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wo die Mutants sich verstecken. Geh mal aufs Dach. Da kannst du von daher was hören. Ja. Solid copy. Ich denke, hier in das Gebäude rein und da vorrücken ist eine bessere Idee als hier am Wagen. Sniperchen. Da. Okay. Und es ist eine gemischte Truppe mit Floater und Muton, die aber nicht getriggert wurde. Die jetzt getriggert wurde. Mit was wir gesehen haben so far, it was only natural to assume the aliens would have something specialized towards frontline combat. This hulking creature appears to be that unit. I don't envy anyone who is to go up against that thing. Das könnte funktionieren. 40%, 50% probieren. Oh, warte. Kannst das Ding wegsprengen, ja? Muahaha. Okay. Ist ja eh kaputt. Also ist kein Meld mehr drin. Und die ging recht einfach kaputt, zumindest wenn sie aktiv sind. Ja, wenn sie inaktiv sind auch. So, Sniper, viel Spaß. Oh, wobei. Ich glaube, die normalen Jungs schaffen das auch ganz gut. Und ich bewahre mir den Sniper lieber auf für den anderen, der nicht so leicht zu treffen ist für meine regulären Einheiten. Oh. That is not good. Gott, schöner Crit. Von hier soll es zu treffen können. Schaut gut aus. 65% töten. Gleich keinen mehr. Was? Ja, ich habe keinen mehr. Dann mach trotzdem den hinteren. Weil der Muton wird abhauen. Also ich glaube, die Mutons haben allgemein eine höhere Resistenz abzuhauen. Also sie mögen es einfach nicht. Aber der ist wirklich der allerletzte. Das wird die letzte Einheit auf dem ganzen Feld sein. Das ist, sollte ihn schon dazu bewegen, sich zurückzuziehen. Ja, bleibt ohne Deckung stehen, läuft weiter. Gut. Vorrücken. Wie es gerade schon so schön von dem NPC gegrillt wurde. So, wir sehen ihn. Das heißt, du siehst ihn auch und kannst ihn töten. Bye bye. Oh, das war noch nicht das Ende. Oh yeah. Oh yeah. Locked and loaded. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber na gut. Also noch ein Trupp und es sind nur Seeker. Drei Seeker. Keiner tarnt sich. Und du hast eine super Gelegenheit, hier mal ein bisschen was kaputt zu machen. Oh, zwei sind angeschlagen, das heißt, die können dann gefinished werden. Jetzt ein bisschen nah dran, aber dann trifft wenigstens der Rookie auch. Wobei, ich bewahre ihn mir auf, um auf den da zu schießen. Du hüpfst mal
Da runter. Bist du der Zweite, der zusammen mit ihm hier auf den da schießt? So, du darfst jetzt zu 100% auf den schießen. Das sollte machbar sein, ha, Junge? Nope. Du kommst da nicht so wirklich ran. Also ich denke, also er ist angeschlagen, ich weiß. Aber ich kann jetzt einen Schießerling mehr ganz gut gebrauchen, falls irgendjemand daneben schießt. Deswegen hole ich ihn aus der Reserve. Dann darf er ein bisschen abstauben. Und das reicht nicht unbedingt, oder? Ne, wusste ich doch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Weil dann können jetzt die beiden hier vorne den Kill machen. Und die Erfahrungspunkte bekommen. Siehst du? Gut. Also drei Trupps bei einer leichten Mission kann passieren. Wird wahrscheinlich auch damit zu tun haben, dass die Feinde inzwischen gut Punkte gesammelt haben. Und ich kann es ja nicht überprüfen, weil ich zu vorsichtig war, was die Mail-Container angeht. Aber es wird dem so sein. Sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Alle Rookies sind aufgestufte Specialists. Perfekt. Hey Killer, du bekommst... Ja. Sharpshooter, das ist alles gut. Also wirklich alles gut. Weil er ist recht häufig in höheren Positionen. 10 Aim. Defense braucht er nicht, aber 10 Aim wäre ganz gut. Mehr Schaden ist auch immer gut. Wir haben ja gerade gesehen, dass selbst als Sniper die Sachen nicht alle immer One-Hit sind. Und Crit-Chance. Er hat durch seine andere Fähigkeit später, also dieser Alien-Kopf mit dem Fadenkreuz, das ist... Oh, den hat er ja gar nicht. Ich würde gerade sagen, dadurch hat er eh später schon eine ziemlich hohe Crit-Chance. Hat er jetzt aber nicht mehr. Also wäre es zu überlegen. Und nochmal 10 Aim gegen Gegner, die in Full Cover sind. Das ist quasi zum Rauspoolen von den Brainiacs später. Klingt nicht schlecht. Ja. Nein. Ich nehme das, wo ich es immer habe, wenn ich in höherer Elevation bin. Und es gibt dann noch zwei Will dazu. So. Die Aufstufung von den Rookies mache ich dann, wenn ich sie brauche. Da ist ja nichts Wichtiges bei. Und ja. Die Ressourcen sind echt ein bisschen mau, gerade mailed. Lässt sich aber nicht ändern. Und es gibt 80 Bucks oben drauf. Damit hätten wir jetzt 200. Was sehr verlockend ist auszugeben. Aber die Rüstungen sind bald fertig. Das sollte ich lieber für die Rüstung aufbewahren. Ja. Mit der Excavation Complete könnte ich jetzt auch an die Stelle zum Beispiel das Gefängnis bauen. Aber dafür brauche ich die Forschung ja auch erstmal. Medium. Ich habe nur drei Flugzeuge. Die Forschung für die Medium-Dinge habe ich auch noch nicht fertig, oder? Ne, das wären die hier. Na. Das war ein Fehler von Girouvert. Er hätte zuerst das Raider-Ding nehmen sollen, weil die jetzt ja doch öfters auftauchen und danach die Rüstung. Aber er war halt ungeduldig. Er wollte schnell seine Jungs schützen, was man ihm auch nicht wirklich als Vorwurf machen kann. Aber für mich ist es jetzt halt doof. Girouvert in der Gegenwart. Weil wenn ich den jetzt nicht abschieße, ist die Chance recht hoch, dass ein Satellitenkiller kommt. Wenn ich ihn aber abschieße, habe ich niemanden für den random Satellitenkiller. Ich habe einen Backup-Satelliten hier in der Sparte, das sollte passen, okay. Also geh... balanced. Sieht so aus, als wenn er abhauen würde. We're in pursuit. Also verpasst ihm 1, 2 und dann... Sehr gut. 3 Treffer bei uns und keiner bei ihm. 4 Treffer bei uns und keiner... Oh. Also 4 Treffer bei ihm, keiner bei uns. Und er ist schon nach dem dritten.
beim dritten in Bubble-Modus gekommen. Das ist irre geil. Nicht abhauen, bitte. Nicht abhauen. Also seine Mission kann er jetzt eh nicht erfüllen, weil er im Bubble-Modus ist. Aber ich würde ihn noch ganz gerne abschießen für eigene Punkte und dann die Möglichkeit, das Ding zu stürmen. Das heißt, ich schicke jetzt den los mit 0 Kills, damit er seinen ersten Kill bekommt. Bitte stell dich nur halb so gut an wie der andere. Das wird mir schon reichen, ehrlich gesagt. Also wir 2 Treffer landen, der Gegner 1 Treffer. Oder so. Perfekt. Ha, ist das schön, wenn man Aliens abschießen kann. Zu schade, dass es in Real Life nicht geht. Wobei, in Real Life würde ich niemals Außerirdische töten, wenn es sie geben würde. Selbst wenn sie böse wären. Weil sie zu interessant sind. Egal. Themenwechsel. Wir schicken einen Sky Ranger. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, richtig, weil es abgeschossen wurde. Also ich könnte noch kurz warten, bis irgendjemand aus dem Fatigue rauskommt. Aber 13 Stunden würde gehen. Wie viel Zeit habe ich genau? 35 Stunden. Ja, da warte ich nochmal ganz kurz. Warte. Jetzt könnte das reichen. Ja, sieht schon besser aus. Also, als Chef nehmen wir mal den Rally. Den anderen behalte ich mir als Backup für, ne? Andere Missionen, weil wir haben anscheinend momentan noch nicht so viele von denen. Dann eine Sold. Zheng ist immer gut bei UFO-Stürmen. Rocketeer zum Deckung wegsprengen und zum Leveln. Sniper. Geht so. Es kommt auf die Größe von dem UFO an. Medium ist schon ein Ticken größer, ne? Ja, da bringt der Sniper eher weniger. Dann nehme ich lieber einen Medic noch mit. Und noch einen normalen Infantry. Ein Granatschmeißer wäre noch ganz toll. Das ist ein Specialist, aber es ist trotzdem okay. Hauptsache, er hat Granaten zum Deckung wegsprengen und nicht die AP. So. Was fehlt jetzt noch? Ein Scout zum Auslösen. Haben wir einen höheren Scout? Nein. Okay, dann darfst du mit. So, Ausrüstung. Erstmal bekommen alle ein Lasergewehr. Das kommt eventuell nicht hin, oder? Ja doch, 6 Lasergewehre haben wir und er braucht keins. Das geht sogar genau auf. Du bekommst das Scope. Lasergewehr für dich. 2 Medpacks ist okay. Du bräuchtest eigentlich auch ein Scope. Sobald ich mit dem Geld ein bisschen mehr zurechtkomme, sollte ich 4 oder 5 Scopes kaufen, damit alle meine Leute immer Scopes mitnehmen können, statt der Lasersight. Lasersight bringt nämlich nicht so wirklich viel. Aber dann erstmal die Rüstung. Du bekommst statt der Flashbang mal einen Battlescanner. Also, ja, auch zum Aufdecken, aber eher als Notfalllösung, falls getarnte Einheiten eben rumfleuchen. So, das schaut okay aus. So können wir los, jo. Strike 1, prepare. We'll be deploying to Russia for this one. The alien craft went down in flames. We've pinpointed its final resting place in a rural area with no significant civilian population. We need to secure that craft and eliminate any survivors. Wortwahl finde ich hier gut mit final resting place. Also weil das Ding ja runterkommt, das dauert ja schon mal eine Weile mit der, ne, Flugbahn. Und das scheint ja sehr, sehr stabil zu sein. Also bohrt sich das wirklich noch eine ganze Weile durch den Boden und da lässt so eine Kuhle. Und das ist denn der Platz, wo es endlich zum Stillstand gekommen ist. Final Resting Place. Wo man mit Final Resting Place eigentlich eher einen Friedhof oder so in Verbindung bringt. Was es aber ja auch gleich sein wird, ne? Ich freue mich primär um die Alloys. Affirmative, Big Sky. Strike 1 is free to engage hostile targets at the crash site. Wo ist das Ding?
Ist das das UFO? Kann ich nicht so wirklich gut erkennen. Ich scroll erstmal ein bisschen. Das ist eine sehr große Karte. Naja, nicht sehr groß, aber ist schon nicht klein. Hier ist weiter Kartenrand, 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 Kartenrand. Nö. Da muss ich erst ein bisschen vorrücken, um zu gucken, wo was ist.